Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Persönlichkeitsentwicklung. Und wie jetzt vielleicht viele annehmen, geht es unter anderem darum, wie man mit einem Scheitern umgeht. Aber genau darum soll es in diesem Video jetzt nicht gehen. In diesem Video heute geht es genau um das Gegenteil, nämlich wie man mit Erfolgen umgehen soll. Einer Studie zufolge ist der Umgang mit Erfolg genauso wichtig wie der Umgang mit dem Scheitern. Was bedeutet das jetzt? Vielleicht kennen Sie ja schon die Situation, dass Sie irgendwo einen Erfolg hatten oder dass Sie einfach etwas gut gemacht haben und Sie bekommen von irgendeinem Dritten ein Lob und der sagt, hey, klasse gemacht und das hast du toll gemacht und super Sache. Oft kommt man dann fast in eine peinliche Situation, man sagt, ja okay, eigentlich war das ja gar nicht mein Verdienst und muss heute mein Glückstag sein und irgend solche ausredenden Dinge, sage ich jetzt mal. Und laut einer Studie ist genau das falsch. Man soll sich jeden Erfolg selbst zuschreiben und sagen, okay, klasse, das habe ich mir verdient, dafür habe ich gearbeitet. Und man soll sich diesen Erfolg wirklich selber zuschreiben und sich nicht rausreden. Man hat ihn verdient und man kann ihn sich selber anerkennen. Das ist mal ein wichtiger Punkt, wenn es um Erfolge geht. Dann noch einige weitere Tipps. Wenn Sie irgendeinen Erfolg erreichen, und einfach etwas Tolles passiert, dann sollten Sie eines machen. Erstens, ballen Sie eine Faust und schreien Sie ein lautes Ja oder Yahoo oder irgendetwas oder Juhei oder keine Ahnung, welcher Typ Sie sind. Diese zwei Kombinationen, die Armbewegung und der Schrei, fixiert erstens durch die Armbewegung den ganzen Körper und durch die Gestik den Erfolg in Ihnen und der Ausschrei, der macht das dann noch verbal. Und so hat das auch eine Studie ergeben, wenn Sie das machen, zum Beispiel wie es ein Fußballer nach einem Tor macht, wenn er ein Tor geschossen hat und das irgendwie feiert, so ein Bild hat sicher jeder jetzt vor seinen Augen, dann treten auch Erfolge viel, viel leichter auf im Leben desjenigen. Das ist auch bewiesen worden, wenn man den auf diese Art und Weise manifestiert. Diese Übung ist übrigens dann auch noch für andere Dinge sehr, sehr nützlich, aber da kommen wir dann in einem anderen Video dazu. Das ist mal der Punkt Nummer 1, diese Bewegung und der Schrei. Dann ein weiterer Tipp, den Sie jetzt unbedingt beachten sollten, ist schon wie zuerst erwähnt, schreiben Sie ihn sich selber zu. Niemals eine Ausrede, dass das jetzt Glück war oder so weiter verwenden. Nein, schreiben Sie ihn sich selbst zu diesen Erfolg. Dann ein weiterer Tipp, ganz, ganz wichtig. Wenn Sie einen Erfolg erleben und diese Übung gemacht haben, dann weiten Sie diesen Erfolg aus. Sagen Sie, hey, klasse Sache, ab jetzt läuft mein Tag viel besser, heute wird alles funktionieren, egal wo, egal ob im Sport, im Beruf, ich werde mehr verkaufen, ich werde schneller sein beim Rennen, jetzt läuft's und dann können Sie wieder diese Bewegung und den Schrei machen. Weiten Sie so einen Erfolg sofort aus. Also das sind jetzt einige Tipps, Sie können das auch viel, viel mehr noch ausdehnen und sagen, die ganze Woche, der ganze Monat wird jetzt ein Erfolg, ich werde meine Zahlen in jeder Hinsicht übertreffen. Das kann man wirklich von diesem Punkt aus, von jedem kleinen Erfolg steigern. Und da hat eben wirklich auch eine Studie bewiesen, dass, wenn man so eine Denkweise entwickelt mit den kleinsten Erfolgen, dass immer mehr Erfolge kommen. Also das ist wirklich ein jetzt nützlicher Tipp und nützen Sie diese Vorgehensweise, dann werden Sie viel mehr Erfolge in Ihr Leben ziehen und schreiben Sie ihn sich immer selber zu. Und sagen Sie nicht, okay, das war jetzt nur Glück oder eine Ausnahme. Das war es jetzt zu diesem ersten Video zur Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Dann abonnieren Sie meinen Kanal, dann erhalten Sie immer die Updates zu den nächsten Videos. Und natürlich gerne Erfahrungen und Kommentare, Kritiken, was auch immer, in der Kommentarsektion unter dem Video. Das war es jetzt zu diesem Video. Ich freue mich aufs nächste. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Abschluss dieses Videos habe ich noch ein tolles Geschenk für Sie, nämlich meinen kostenlosen Report 55 Ideen zur Content- und Videoerstellung. Wer diesen Report in den Händen hält, hat nie wieder irgendwelches Problem oder Probleme, Content zu erstellen, Videos zu erstellen. Man muss es dann einfach nur noch tun. Alles, was Sie jetzt tun sollten, auf den Link unter dem Video klicken und downloaden. Bis gleich.